Vor dem Landgericht Essen beginnt heute der Prozess um den beinahe tödlichen Schuss auf den Profiboxer Manuel Schaar. Angeklagt ist der 25-jährige Josef H. Ja, Vorwurf gegen den Angeklagten ist hier versuchter Mord und auch gefährliche Körperverletzung. Und zwar zum Nachteil des Profiboxers Manuel C. Der Angeklagte soll ihn nachts in einem Schnellimbiss in Essen mit einem Schuss in den Unterbauch lebensgefährlich verletzt haben. Josef H. stellte sich nach der Tat mit seinem Anwalt bei der Essener Polizei. Nun muss die Schwurgerichtskammer des Essener Landgerichts das Tatmotiv aufklären. Der Angeklagte und das mutmaßliche Opfer, die kannten sich möglicherweise. Es gab laut Anklage einen gewissen Streit zwischen ihnen. So soll der Angeklagte einmal ein für das Opfer ungünstiges Video im Internet veröffentlicht haben, nämlich mit einer Boxkampfniederlage. Und am betreffenden Tag hatte das Opfer angekündigt, jetzt in der Stadt zu sein. Und möglicherweise, so die Anklage, war das auch die Veranlassung dann für den Angeklagten, diesen Schnellimbiss aufzusuchen und den Schuss abzugeben.